So, einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück. Kikaibo. Ja, letzte Folge ist jetzt eine halbe Stunde oder so her. Oder? Keine Ahnung. Und ja, hab Abendbrot gegessen. Interessiert gerade keinen. Und ich habe aber gleich mal geguckt wegen Quash. Also tatsächlich, diese Seite hier ist wohl die offizielle Seite, von der man das spielen kann, wenn man das online spielen möchte. Allerdings haben wir hier wieder das Problem, genauso wie bei diesem anderen Spiel. Ich weiß gar nicht, auf welche Seite das war. Genau, bei Cool Math Games. Das Spiel ist so klein, wie es jetzt hier ist. Und es gibt keine Vollbildfunktion. Das heißt, wir müssen dann wieder mit Browser ranzoomen, weil selbst wenn man im Vollbildmodus spielt, wird der Ausschnitt nicht größer. Das heißt, der Ausschnitt ist immer so klein. Ja, von daher schön blöd. Ich habe auch schon geguckt, es gibt keine Browser-Erweiterung dafür. Also, ne, so clever war ich auch schon. Nein, das heißt, wenn wir das irgendwann mal spielen, muss ich erstmal eine Quelle suchen, wo wir das Spiel auch irgendwie spielen können. Oder ich installiere mir doch irgendwann mal Steam oder sowas. Ich meine, ich nutze zwar eigentlich, so viel spiele ich nicht, und die Spiele gibt es gar nicht bei Steam. Weder GZ Doom gibt es bei Steam, noch meine, also hier MyTest gibt es bei Steam. Deswegen die Sachen, die ich halt privat spiele, gibt es halt bei Steam nicht. Deswegen habe ich jetzt keinen Bock extra hier für ein Spiel Steam zu installieren. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Aufwand. Aber gut. Genau. Wir spielen jetzt mal hier weiter. Lecker hier. Wir haben jetzt ein bisschen geidelt. So. So. 226 Quintillion. Oder Quintillion? Quadralala? Egal. Gold haben wir. Ey, komm, naja, ist mir so blöd. Ich wechsle noch die wissenschaftliche Schreibweise. Wo war das? Da. Ist mir doch ein bisschen lieber. Mittlerweile haben wir relativ hohe Zahlen. Von daher lohnt sich das da auch. So. Wir aktivieren direkt mal unsere Autoklicker, damit sie mal wieder unsere Combo hier aktivieren, erhöhen. Und dann geben wir mal ein bisschen Geld aus. Hier oben haben wir mittlerweile alle Upgrades gekauft. Das heißt, dann gucken wir mal hier unten. Critical, genau. Das heißt, jetzt haben wir einen kritischen, klar. Kritische Wahrscheinlichkeit von immer noch 3%. Ach! Der Damage Multiplier. Ah, okay. Hat also hier unsere 10 wurde um 5 erhöht auf 15. Und nicht die 3%. Schade. Na gut, was soll's. So, oh, Lucky Strike. Lucky Strike ist geil. Da haben wir nämlich gerade, ne? Glückstreffer. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Glückstreffer landen, also unsere 3%, wird um 50% erhöht. Das heißt, von 3% auf 53%. Nicht auf 4,5%. Sondern wirklich auf mehr als die Hälfte der Treffer ist jetzt kritischer Treffer, wenn man das hier benutzt. Für 30 Sekunden. Das reicht schon so für manch ein Boss aus, zum Beispiel für den. Achso, ja, weil wir unsere Kombi erstmal aufbauen müssen. Ha! Ach, wisst ihr was? Kommt jetzt mal einmal hier. Ah, so, mal ein bisschen hier so ein bisschen warm ist. Oh, wie schön. Schön, schön, schön. So. Genau, bei dem Boss bleiben wir erstmal ein bisschen. Können wir ein bisschen farmen. Und wir gucken erstmal hier wegen Upgrades. Natalia. Ist auch wieder für Natalia oder Natalia oder wie auch immer man den Namen auf Englisch ausspricht, keine Ahnung. Das ist auch wieder alles nur Eigenschaden. Gibt es hier nicht irgendwas Spannendes? Das hier zum Beispiel, genau, Click Damage. Sehr schön. Das ist doch immer was Gutes. So, ist auch wieder Eigenschaden. Auch wieder Eigenschaden. Ah, das ist jetzt diese Krieg, genau, Klick-Schaden. Also jetzt haben wir das, was diese 3% war, haben wir jetzt 6%. Yay, 6%, woo, hardcore.
So. Das ist Eigenschaden. Auch wieder Eigenschaden. Metalldetektor. Ah. Bringt es jetzt noch nicht allzu viel, aber schön, dass wir es haben. Eigenschaden. Eigenschaden. Click Damage. Sehr schön. Also bei Click Damage haben wir mittlerweile echt ein paar Upgrades, die da gut was rein machen. Oh, langsam müssen wir aufpassen mit dem Gold. Langsam wird es teuer. Ich sollte vielleicht doch erstmal hier. Oh, Armenhaupt können wir schon kaufen. Ach, schau mal einer an. Sieht sogar viel besser aus. Weißt du was? Komm hier, bam. So. Können wir den schon auf Level 10 hieven und dann auch gleich mal das Upgrade hier kaufen? Na komm, Bockgold. Okay. Sehr schön. So, haben wir Armin Hopp schon auf Level 10? Die haben wir alle auf Level 25. Sehr gut. Das ist alles leider nur Eigenschaden bisher. Critical Click Chance um 3%. Das heißt, wir haben 9%. Sehr schön. Sehr gut. 9% Wahrscheinlichkeit. Das heißt, jeder zehnte Treffer, also knapp jeder zehnte Treffer, ist ein kritischer Treffer. Ist doch gar nicht mal so schlecht. So, gehen wir hier langsam mal ein bisschen weiter. Tja, vielleicht schaffen wir in dieser Folge sogar schon Ebene 100. Wobei, ach, vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Mal gucken. Ebene 80 dürfte kein Problem sein. Ebene 90 dürfen wir auch schaffen. Aber ab da wird es dann definitiv schwer. Ob wir Ebene 100 wirklich schon schaffen, wage ich zu bezweifeln. Oh, ein Fisch. Oh, 804 Rubine. Sehr schön. Eigentlich würde ich nochmal hier zwei Autoklicker kaufen. Das würde mich 550 Rubine kosten. Dann haben wir immer noch eine Menge. Dann habe ich wieder meine Zielmenge, weil normalerweise versuche ich immer 5 Autoklicker zu haben. Ja. Könnten wir also in Betracht ziehen. Mache ich aber erstmal nicht. Erstmal will ich noch die 800 aufheben. Mal gucken. Oh, schon wieder hier einer. Ist ja wunderbar. Wunderbar. So, 125. Multiplier bei 3. Das heißt, wir haben mittlerweile 18. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. 9% Wahrscheinlichkeit mit 18-fachen Schaden. Das sind doch mal Werte. Die sind geil. Oh, Dark Ritual. Genau, so, jetzt hier zu dem Ding. Da hatten wir an der ersten Folgen, ne? Ja, steht da quasi hier, was es macht. Es erhöht quasi den DPS-Wert. Naja, nicht permanent, aber permanent für diese Ascension. Also quasi so lange, bis, also vorerst erstmal erhöht das diesen Wert, den Gesamt-DPS-Wert, um 5%. Das Ganze kann man aber mehrfach benutzen. Das heißt, es hat einen Cooldown von 8 Stunden. Das heißt, nach 8 Stunden kann man das wieder aktivieren. Die alten 5% gelten aber weiterhin. Das heißt, es kommt immer wieder 5% dazu. Na, nee, 5% wäre falsch. Also der Wert wird um 5% erhöht und die Summe wird dann beim nächsten Mal wieder um 5% erhöht. Dann wird die Summe um 5% erhöht. Also, ne, nicht. Dass einfach 5% plus 5%, also dann 10% drauf sind, sondern 5% von den 105% hat man dann beim zweiten Mal klicken da drauf. Jo. Von daher kann man damit relativ gut DPS farmen, dauert aber leider halt immer 8 Stunden, ne? Das ist halt ein bisschen, naja. Aber wenn man halt sich für eine Essential relativ lange Zeit lässt, durchaus eine Option.
Und das Geile ist, es gibt später hier das Ding, das kann den Effekt von dem nächsten Effekt, was man denn benutzt, verdoppeln. Wenn man danach das Ding hier anklickt, dann hat man halt nicht 5% dazu, sondern 10% dazu. Und da man das Ding 20 Mal benutzen kann pro Ascension, heißt das dann, man hat, oh, jetzt weiß ich gar nicht, kann Google hochrechnen? Geht das hier? Das wären also 1,1 hoch 20. Geht das? Ja, das geht. Das heißt, man hat den ja fast siebenfachen Schaden. Das ist schon nicht wenig, muss man sagen. Also, ne? Das geht. Und selbst wenn man nicht diesen Verdoppler benutzt, sondern halt normal mit dem Normalwert arbeitet, dann hat man halt auch immerhin schon... was mache ich denn da für eine Scheiße? Hat man halt auch immerhin den dreifachen Schaden. Es macht also schon unter Umständen den Unterschied. In der Regel mache ich aber persönlich immer relativ kurze Ascension. Das heißt, bei mir dauert eine Ascension in der Regel nicht mehr als ein Tag. Da lohnt es sich dann nicht mehr so sehr. Also klar, die Cooldown-Zeit wird später zwar auch verringert durch bestimmte Effekte von diesen Antiken, aber dennoch nutze ich das persönlich eher nicht so sehr. Wir hier im Let's Play können das durchaus ein paar Mal machen, vielleicht einfach mal so, damit man es hier mal gemacht hat. Achievement. Oh, wir haben genug DPS erreicht. Sehr schön. Ein neues Achievement. Ja, da schießt mich doch der Affe. So, sehr schön. Ah, für alle Hero. Um 20%. Sehr schön. Ach, das. Oh doch. Gerade so. Sehr geil. So, machen wir mal. Okay, also Level 90 schaffen wir doch noch. Das ist geil. Ja, also, okay. Ja, eben, wir haben ja mittlerweile jetzt schon wieder 18.000 Kombo hier. Das ist ja, das steigt ja relativ schnell an. Das heißt, wir schaffen doch mindestens Level 100. Das ist kein Problem. Das ist absolut legitimiert. So, Armenhop um 100%. Ah, nee, Quatsch, Beast Lord. Um 100% erhöhen. Das kannst du denn nochmal, wenn wir ein bisschen Geld haben. Ansonsten erstmal nicht. Hier oben haben wir jetzt soweit alles gekauft, was man kaufen kann mit Geld. Genau. Das heißt, jetzt müssen wir die bei dir noch ein bisschen hochleveln und halt die anderen, die dann noch kommen sollten. Hoffentlich irgendwann mal. So, dann skippen wir mal hier erstmal ein paar Level durch. Leider kann man den Autoklicker nicht darauf legen, ne? Das geht leider nicht. Aber dafür gibt es dann, wie gesagt, später diesen Auto-Forwarding, dass man automatisch, wenn man eine Ebene durch hat, automatisch zur nächsten Ebene geht. Das hat man ja freigeschalten, sobald man einmal Level 100 erreicht, und das haben wir ja gleich erreicht. Von daher, no problemo. So, ein Hoppelhäschen erhöht um 100%. Sehr schön. Aber dieses Tooltip, was immer da drüber so rumfliegt. Warum ist das so? Nochmal um 100. Hier wieder für alle. Sehr schön. Dann machen wir das auch mal direkt. So, das nächste ist denn die Ascension. Das steht für uns aber noch nicht an. Da wird noch ein bisschen warten. Ja. Ich weiß doch gar nicht, bis welches Level wir überhaupt machen. Ich meine, mittlerweile, wir kommen relativ gut durch. Ich würde dann also auch versuchen, so zu bleiben, dass wir erstmal versuchen, die Ascension möglichst weit zu treiben. Ich meine, sobald wir den Autoklicker haben, wird er dann noch schneller, weil dann muss ich hier nicht immer darauf achten, dass wir auch wirklich weitergehen, weil dann gehen wir automatisch weiter. Das heißt, das beschleunigt das Ganze dann doch noch. Oha. Ja, ja, siehst du, Level 90 ist schon gleich viel schwieriger. Da ist eine ganz schöne Stufe drin. Eine richtig scheißheftige Stufe. Ah, gut, dann bin ich mal doch gespannt, ob wir Level 100 schaffen. Heieieiei. Wohl ein paar Hero Souls zu haben, wäre schon nicht schlecht. Echt nicht. So.
25. Machen wir den oder erstmal den? Wir machen erstmal den hier. Bam. Für alle Helden. Sehr schön. So, ah, die Biene. Müssen wir wieder klicken. Mal gucken, was er macht. Super Klicks. Die Frage ist, wie gesagt, die Frage ist halt, er hat jetzt diesen Skill aktiviert. Ist der jetzt aktiviert oder ist es einfach, weil der ja noch gar nicht verfügbar ist, dass auch nichts gemacht wird? Das ist halt die Frage. Oh ja. Ah, man merkt schon. Mal gucken, wenn der Effekt wieder weggeht, mal gucken, ob wir das merken. Bin ich mal gespannt. Ob man das direkt merkt. Okay, man merkt es. Das heißt, diese Biene kann tatsächlich auch Skills aktivieren, die man noch gar nicht hat. Das ist geil. Alter Schwede. Das wird heftig. Tja, also Level 100 könnten wir schaffen. Es wird aber auf jeden Fall echt doch knapper, als ich dachte. Bei 95 hat man jetzt gerade schon gesehen, es harkt. Na gut, okay. Jetzt schon wieder alles vorbei. Okay, komm, alles kein Problem. Alles kein, absolut kein Problem. Also echt mal. Was glaubt ihr denn, als wenn das ein Problem werden könnte? Zäh. Hier, die nächsten 25 Level, jetzt ist hier gleich. Bam, schon ist alles vorbei. Das ist kein Problem. Vor allem, wenn wir Frostleaf bekommen. Dann ist sowieso dann, gleich kommt wieder der Autoklicker. Oh mein Gott. Komm, Level 100, gib mir Level 100. Eine Hero Soul. Wuhu. Boom, Autoklicker. Das Ding meine ich. Farm Mod. Genau. Farm Mod ist quasi, wenn man halt bei dem Level bleibt, so wie wir halt jetzt gerade sind. Und da kann man halt umschalten zu Progression Mode. Dann geht es automatisch weiter, sobald man eine Ebene geschafft hat. Und das ist geil. So, ab Ebene 100 bekommt man, wie gesagt, für manche Bosse halt diese Hero Souls. Und für jeden zweiten Boss, also quasi alle 10 Level, eine Vergoldung. Dann gucken wir mal, Grant wurde vergoldet. Achso, halt. So, und vergolden heißt nichts anderes als... Oh, den haben wir noch gar nicht. Da unten steht, ganz unten, gildet Bonus 50%. Das heißt, pro Vergoldung bekommen sie halt einen 50% Zuwachs. Die können aber mehrfach vergoldet werden. Dann stackt das halt einfach. Allerdings wird es dann halt einfach addiert. Das heißt also, bei 4 Vergoldungen werde ich 4 mal 50% hinzugefügt, sondern mit einmal 200% hinzugefügt. Was auch schon in Ordnung ist. Und vor allen Dingen, man kann den Effekt der Vergoldung erhöhen. Das geht dann. Ich glaube, haben wir den hier? Haben wir dafür den schon? Ne, den haben wir noch nicht. Dafür gibt es dann halt auch einen Antiken, der quasi diesen Effekt der Vergoldung verstärkt. Dann hat man halt nicht 100, nicht 50%, sondern zum Beispiel 100% oder 150%. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Stärke das verstärkt wird. Wow. Ja. Boah, siehst du, hier, da geht es einfach automatisch weiter. Hier sind wir schon 106. Und wir müssen uns nur noch hier um kümmern. Und das macht er komplett automatisch. Das ist geil. So, hier haben wir Herzchen. Eine Verdopplung. Das ist dieser Effekt, der dann das verdoppelt. Also, er verdoppelt natürlich nicht nur das, sondern halt alles, was man danach macht. Also, das, was man danach macht, man kann danach halt einen beliebigen anklicken und der Effekt wird dann verdoppelt. Aber wir nutzen das natürlich primär für den. Wobei, wir könnten das uns auch tatsächlich für andere Sachen aufheben. Müssen wir mal gucken. Oh, eine Hero Soul. Yay. Ach ja. Mittlerweile haben wir schon 3 Hero Souls. Ist doch ganz schön. So, Shinabo. Eigenschaden für alle Helden. Das ist ganz geil. Der hat hier nur Eigenschaden. Auch nur Eigenschaden. Machen wir trotzdem. Ach, Level 100. Ja, mehr kommt nicht. Schade. So, das Ding brauchen wir. Ab Level 100. Mist, ist doch so teuer.
Hier war doch auch noch irgendwas, ne? Genau, hier war Level 150. Schaffen wir das schon? Perfekt. Das heißt, ab jetzt können wir ascenden. Machen wir natürlich noch nicht, weil für drei Hero Souls lohnt sich das nicht. Genau, für die, die es noch nicht wissen. Also bei Ascenden ist quasi so, man beginnt hier wieder von vorne. Das heißt, man ist wieder Level 1, man verliert alle Helden. Dafür bekommt man aber das, was hier steht, bekommt man gut geschrieben. Heißt also, in dem Fall würden wir jetzt drei Hero Souls bekommen. Hätten dann also neun Hero Souls. Und Hero Souls bekommt man halt, wie man gerade gesehen hat, hier die ganze Zeit von Bossen. Oder aber man kann hier gucken, die Gesamtsumme aller Heldenlevel, also wenn man quasi diese Zahlen hier alle zusammen addiert, dann entsteht dabei diese Zahl. Und für alle 2000 Gesamtlevel bekommt man nochmal eine Hero Soul dazu. Das heißt, gerade am Anfang, wenn man eher wenig Hero Souls bekommt, heißt es, die Helden möglichst hochleveln, um damit halt nochmal Hero Souls zu bekommen. Das macht dann durchaus Sinn. So, DPS für alle. Ah, so was ganz Geiles. Super Klicks. Ja, das war der Skill, den gerade die Biene für uns freigeschalten hat. Ganz lieb von ihr. So, jetzt machen wir aber erstmal das und dann das. Jetzt haben wir 10% dazu bekommen. DPS. Und jetzt haben wir auch hier oben einen Zuwachs. Jetzt hat das hier nämlich bei Dark Ritual. Wo war das? Genau. Dark Ritual used in this world. 1. Dann steht hier auch irgendwo, um wie viel sich das denn verstärkt. Weil es kann ja halt um 5 oder um 10% sich verstärken. Aber das ist hier drauf scheinbar nicht ersichtlich. Schade eigentlich. Na gut. Aber wer kriegt damit einfach die ganze Zeit wächst? Wegen unserer Combo hier. Ich liebe Zahlen, die einfach größer werden, ohne dass man irgendwas tut. Das ist schön. So, Kiss of the Death. Was macht das? Achso, Eigenstärke bloß. Ist ja langweilig. Increased halt auch bloß Eigenstärke, schade. Auch bloß Eigenstärke, schade. Ah, Reload. Damit kann man den letzten verwendeten Skill um eine Stunde zurücksetzen. Also den Cooldown. Das heißt, in dem Fall hier sind ja 8 Stunden. Wenn man dann das, wenn man danach das aktiviert, muss man nur noch 7 Stunden warten. Was ganz cool ist. Naja, also in dem Fall nicht, aber hier oben zum Beispiel, hierauf muss man ja eine Stunde warten, eine 30 Minuten. Das heißt, wenn man das Ding aktiviert und danach dann das Ding aktiviert, kann man das dann gleich wieder benutzen. Das ist ganz geil. So, Schaden für alle Helden und Eigenschaden. So, dann machen wir das mal hier. Bam. Haben wir den geilsten Effekt der Welt. Heieiei. Und Level 125. Na lol, das geht ja hier echt ab hier. Ist ja. Oh mein Gott, wir können uns Frostleaf kaufen. Und Frostleaf ist auch erstmal der letzte Held, weil ab dem, man sieht hier schon, ne? Okay, hier sieht man es jetzt nicht, weil wir hier schon gekauft haben. Aber normalerweise ist halt bei den unteren Helden so, dass die halt hier immer 100-fach so viel kosten wie der davor. Das heißt, er kostet halt E25, er E27, also zwei Nullen dran. Aber er kostet gleich E40, also 13 Nullen hinten dran. Das heißt, er ist abartig teuer, den werden wir uns vorerst erstmal nicht leisten können. Das heißt, wir bleiben erstmal bei Frostleaf. Und jetzt kommt das, was ich am Anfang meinte mit den Autoklickern. Wir nehmen hier einen weg, setzen den darauf und schon wird er automatisch hochgelevelt. Das heißt, jetzt brauchen wir gar nichts mehr machen. Jetzt gehen wir uns einfach zurück und alles ist voll automatisiert. Dann würde ich mal sagen, damit beenden wir noch mal diese Folge und sehen uns dann nächste Folge wieder, wenn es dann heißt, ich liebe Hero Souls.